Es sieht in Natura viel, viel schöner aus. Schaut mal da oben nochmal auf den Bildschirm vielleicht. Ja, könnt ihr das auch nochmal erkennen, wie schön und harmonisch das Ganze hier wirkt. Ja, hallo Freunde, ich habe mir gedacht, ich bringe euch jetzt nach Jahren mal wieder ein Video zu einem Aromadiffuser. Warum? Weil es jetzt was Neues gibt. Im Gegensatz zu den Vollplastikmodellen gibt es jetzt hier mal wirklich ein Teil, was meines Erachtens mal richtig schick aussieht und was eine Metallumrandung hat, so will ich das mal nennen. Zur eigenen Transparenz sage ich direkt dabei, dass ich dieses Teil 40 Euro umsonst bekommen habe, Leute. Ich hoffe mal, ihr gönnt mir das und ja, ich bringe immer ein bisschen mehr in meine Videos, damit ihr auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen könnt. Ja, normalerweise Aromadiffuser gehen so bis zu einem Liter, ne? Danach hört es auf, weil unten ist ein kleiner Ultraschallzerstäuber, der im Endeffekt das Wasser zerstäubt. Es findet eine Kaltverdunstung statt. Und dementsprechend gehen keine größeren Geräte. Und größere Geräte, die haben dann einen Wassertank, der ist verschlossen mit einer Dichtung. Der wird in aller Regel so rumgedreht. Und deswegen könnt ihr in diesen größeren Geschichten, die eben halt einen Verschluss mit Dichtung haben, dann auch keine ätherischen Öle verwenden, weil das setzt sich auf die Dichtung ab und dann wird es undicht. Das ist immer dieses Thema. Also bis zu einem Liter, wie diese beiden großen Geräte hier geht. Ja, und das System ist immer dasselbe, Verdunstung und alles aus Plastik, weil wir ja hier mit Wasser arbeiten. Ich denke, das ist klar, das ist der Grund, ne? Dann haben diese Teile so Timer, 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden on. Man kann das Licht ändern. Es gibt dann sogar welche wie sowas hier, die haben dann so eine Art Touch, die mit Bewegungserkennung arbeiten. Da gibt es also eine Bewegungserkennung gleichzeitig wie so ein Lachtlicht. Wenn man da vorbeischaut, dann kann man hier oben touchen und dann geht Licht an, aus und so weiter. Da ist auch mittlerweile einiges machbar, aber üblicherweise sind so diese Geschichten Licht an, aus, Farbwechsel, ja, nein, eine Farbe, Timer und dann, wenn man Glück hat, auch noch verschiedene Stufen für die Vernebelung. Wir machen jetzt Folgendes, also nochmal, das ist das Thema hier Metall. Ich hatte mal einen aus Glas. Glas war aber dann so, leider so, dass es unten so war, oben dann so dick und dann hat man einmal angestupst, ist das Ding umgefallen. Konnte ich euch natürlich nicht empfehlen. Sah auch nett aus, aber leider in der Praxis schlecht umgesetzt. Hier erhoffe ich mir jetzt ein bisschen mehr, dass ich euch da auch eine Kaufempfehlung geben kann. Schauen wir uns aber jetzt an. Ja, und der Rest, das ist so der Klassiker. Das ist, wie gesagt, was Größeres. Das ist schon mal designtechnisch schöner. Liegen alle so preislich zwischen 25 und 50 Euro. Der hier aktuell, wie gesagt, 40 Euro. Und wir schauen uns das jetzt mit der Kamera an. Da oben, beziehungsweise mit der Kamera an. Okay. Ja, meine Lieben, was gibt es noch im Lieferumfang? Und zwar einmal ein Netzteil. Ein Netzteil hat 175 cm Kabellänge. Finde ich fantastisch. Ich finde das immer gut, wenn die Kabellängen passen, dass man nicht verlängern muss. Dann gibt es hier einen Messbecher. Der hat eine Skalierung und ist 150 Milliliter. 250 Milliliter sollen wir hier reinbekommen. Und ihr habt hier eine kleine Bedienungsanleitung, aber ein wenig mit Piktogrammen, wie ihr restliches Wasser ausschütten sollt und so weiter. Aber ich erzähle euch vielleicht so noch ein bisschen mehr zu Ölen und wie man so ein Teil am besten reinigt und so weiter. Aber lasst uns erstmal über dieses schmucke Teil hier sprechen. Also so Yoga-Atmosphäre, wenn ihr wollt, ne? Das Ganze hier. Und hier unten geschaut, ich muss mir das selber jetzt hier mal noch anschauen, damit ich das auch richtig sehen kann hier. Also, ihr habt hier einmal Auto, dann habt ihr 1 Stunde, 3 Stunden, 5 Stunden. Das ist das, was ich sagte. Im Bereich eben halt Timer, Ein- und Ausschalter hier an der Stelle und einmal, ob ihr Licht dazu schalten wollt, ja oder nein. Und was da geht, das machen wir natürlich auch kurz zusammen, weil das ist auch schon für mich ein wichtiger Faktor, neben eben halt dem, dass wir jetzt hier draußen drumrum Metall haben. So müssen wir ja sagen. So, hier unten drunter verbirgt sich nichts weiter als ein kleiner Ventilator, die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung hier und einmal der Port für unseren Stecker hier. Das ist alles, steht an hier auf gummierten Füßen. Ja, das ist auch immer ein ganz wichtiger Fakt, dass das hier ordentlich steht. Ja, nicht wie bei diesem Glasbehälter, der ist wirklich immer wieder umgekippt, Leute. So, okay, schauen wir einmal rein. Hier, auch das ist natürlich hier unten einmal noch mit Plastik versehen, ja, wenn hier eben halt, dass da das Wasser nochmal ablaufen kann und dann auch entsprechend wieder hier runterlaufen kann, ne? Ja, das ist es. Ich zeige euch das einmal. Die Frage ist, wie gut wirkt hier der Lichteffekt, ne? Ist also einfach hier eine Folie, seht ihr eben halt, hier ist die Naht einfach eingeklebt, damit ihr einmal wirklich auch nah dabei seid, so als ob ihr euch dieses Teil im Laden anguckt. So, darum geht es mir immer hier. Hier oben auch Plastikdeckel, aber nochmal
von außen eben halt mit, kann man auch als Klangschale benutzen, merke ich gerade. Okay, so, einmal aufgemacht. Hier schauen wir dann später mal, ob die 250 Milliliter, die reingehen sollen, auch tatsächlich hier gehen. Ne? So, dann kommt hier oben der Dampf raus und hier ist eben halt einmal so eine kleine Blockade drin, eben damit also nicht auch zu viel auf einmal rausschwillt und damit das hier wieder zurücktropfen. Läuft immer wieder auch runter in den Behälter. So, und dann ist hier unten einmal in der Mitte, für die Leute, die so ein Teil noch nie gesehen haben, der Bestäuber. Und ihr habt zum Beispiel gerade eben gesehen, ja, dass ihr eben halt so das Restwasser ausschütten sollt und nicht hier drüber. Das ist die ganze Geschichte. Natürlich haben diese Geräte alle eine automatische Abschaltung, auch ohne, dass ihr hier den Timer aktiviert. Heißt also, wenn das Teil leer ist, sagt die Sensorik leer und schaltet ab. Netzteil hat übrigens 24 Volt und ein halbes Ampere. Heißt also, ihr arbeitet hier mit 12 Watt, was sehr, sehr überschaubar ist in diesem Segment. So, hier gibt es vermutlich eine Anlegemarke, die ich jetzt hier bei der vielen Beleuchtung nicht sehe, aber mache ich gleich noch einmal mit euch zusammen, damit ihr das gesehen habt. Das ist die ganze Weisheit bei solchen Geräten, also relativ einfach gestrickt. Ich würde vorschlagen wollen, dass ich jetzt einmal Wasser reinfülle, weil ohne Wasser könnt ihr natürlich wegen der automatischen Abschaltung natürlich auch nicht betreiben, das Ganze. Aber ich erzähle nochmal hier was zu diesen ganzen Ölen. Wie ihr seht, habe ich da auch ziemlich viel von dem Zeug. Ihr solltet also natürliche Öle und rein ätherisch sollten die natürlich auch sein. Ja, hier, was weiß ich hier. Was ist das hier? Rose, sonst irgendwas. Es gibt aber auch solche, die habe ich mal beim Discounter gekauft. Ich meine bei Aldi, da gab es diese Variante und diese Variante. War irgendwie so ein Restposten. Und das hier sind eben halt auch synthetisch hergestellte Geschichten. Und die solltet ihr wirklich nicht benutzen. Kann Allergie auslösen, steht aber hier wirklich mehr oder weniger auf fast allen und für Allergiker nicht geeignet. Und ich habe wirklich eine Nachbarin bei uns in Spanien am Zweitwohnsitz, eine englische Nachbarin, die kann das nicht vertragen, die ist dagegen allergisch. Das muss man wissen, das muss man den Leuten dann eventuell auch mal sagen oder fragen. Ne? Aber das hat nichts mit dem Gerät zu tun, sondern rein mit diesen Ölen. Und ihr, wenn ihr diese Geschichten hier an den Seiten aufmacht, dann ist hier immer ganz, ganz klein der Beipackzettel. Und den sollte man eventuell mal lesen. So, meine Lieben, Wasser ist drin und es gehen wirklich genau 250 Milliliter rein. Warum man dann nicht einen 250 Milliliter Messbehälter nimmt, Messbecher nimmt, das ist die andere Frage, Leute, die ich mir da immer stelle. Okay, ihr seht, es gibt keinen Standby-Verbrauch hier bei dem Netzteil. Das ist auch schon mal positiv, ist ja leider nicht immer so. Ja, und das Ganze wird einmal hier unten, sind so Plastiküberstände, so gummierte, so ihr seht da hier an der Seite, ja, das ist so eine Art Silikon und da wird das einfach nur drauf geklemmt. Und dann schalten wir das Ganze einmal ein. So, und dann geht es hier auch an der Stelle schon los. Ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen. Und was man immer wissen muss, das hier ist ausgerichtet auf eine Duftverteilung. Ja, dafür sind diese Dinger konzipiert und nicht für eine, ich sag jetzt mal, Raumbefeuchtung, ja, für die Luftfeuchtigkeit im Raum, ne? Also da ein besseres Raumklima herzustellen. Dafür könnt ihr sehen, dafür ist das einfach auch irgendwo an der Stelle zu wenig, was hier an der Stelle geht. Da schaut mal auf meinen Kanal, da habe ich jede Menge Videos über Luftbefeuchter, dann eben halt in Kombination mit Luftreiniger und was weiß ich was, dann Kaltverdunster, Warmverdunster und alles Mögliche, also da gibt es jede Menge. So, hier einmal. Das einmal aus dieser Perspektive, ich möchte euch aber gerne gleich beim Licht eben halt einmal aus der anderen Perspektive mit dem anderen Camcorder mitnehmen. Ja, ich schalte aber trotzdem einmal jetzt hier das Licht von oben dazu, damit ihr auch das einmal gesehen habt. Und ich meine, das wirkt schon sehr, sehr schön. Und wir gehen einmal her, schalten hier noch was aus oder lassen die Warme so ein bisschen noch an, schalten hier mal das kalte Licht ein bisschen weg und hier an der Stelle machen wir auch noch mal ein bisschen was weg und vor allem diese kalten Lichter. Ja, Freunde, und ich zeige es euch gleich von vorne. Das hat mal wirklich was, bringt schon mal eine schöne Atmosphäre. Ne? So, können wir noch was zu machen, ja. Und ihr seht, dass wir jetzt einen Farbwechsel eingeschaltet haben. In aller Regel könnt ihr mit einem weiteren drücken, ich mache das jetzt mal, wenn wir jetzt hier drauf drücken, wenn es rot ist,
dann sollte er bei Rot bleiben. Und ihr seht, das tut er jetzt auch. Ja, könnt ihr euch die Farbe selber einstellen. Und wenn ihr wieder drauf drückt, dann hat er hier ein bisschen andere Helligkeit, hier andere Farben. Farbwechsel einmal durch. Gelb, Blau, die Farben könnt ihr selber erkennen. Das ist jetzt hier so ein Hellblau, soll wahrscheinlich eher so ein Weiß sein. Aus. Und schalten wir diesen Camcorder ein. Und jetzt schaue ich nochmal für euch, ob ich das Licht nicht auch noch wegnehmen sollte. Und dann habt ihr hier einmal, ja, wir sind also hier noch durchaus ein bisschen Tageslicht, haben wir noch, nur damit ihr die Lichtverhältnisse kennt. Problem ist bei Kameras, die versuchen jetzt immer, natürlich fokussieren sie den Weißanteil, ne? Gerade wenn je weniger Licht da ist. Nur das müsst ihr wissen, es sieht in Natura viel, viel schöner aus. Schaut mal da oben nochmal auf dem Bildschirm vielleicht, ja, könnt ihr das auch nochmal erkennen, wie schön und harmonisch das Ganze hier wirkt. Und der Farbwechsel geht wirklich sehr, sehr langsam. Sollte gleich auch wieder ins Helle gehen und so weiter und so fort. Ja, und nochmal hier drüber drücken und dann könnt ihr das hier, also gibt es den rechten Knopf für die Farbwechsel. Einmal auf Rot, Blau, Grün, Lila, Pink, wie ihr immer hier wollt, Gelb, dann hier so ein Hellblau, dann einmal eine Weiß aus. Ich bin mal leise wegen den Geräuschen. Ja, das blubbert natürlich immer ein wenig, weil klar, weil verdunstet wird ja von unten über die Ultraschallgeschichte, ne, dann geht Wasser hoch, dann blubbert auch mal wieder, läuft auch mal wieder was runter, aber ich denke, das ist wirklich harmonisch. Ja, und wie gesagt, wenn ihr wieder einschaltet, geht der Farbwechsel wieder los, ne, aber eben halt auch ganz, ganz langsam. So, eins wollte ich euch noch zeigen und das ist eine Szene, die spiele ich jetzt nachher noch ein, obwohl ich mit dem Video eigentlich schon durch war, Freunde. Und zwar das hier innen. Ja, da hatte ich eben so ein bisschen eine andere Falschvermutung, dass da eventuell auch mal was nass würde und so weiter. Nein, nachdem wir es schon gemeinsam gleich in Betrieb genommen haben, ist hier alles noch trocken. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil das wäre auch doof, weil dann lief es hier runter und dann eventuell auf den Tisch, sonst irgendwas. Also das hier bleibt absolut trocken. Okay. Ja, Freunde, das war's eigentlich mit dem Video. Ich wollte noch einmal ganz kurz hier drauf halten, dass ihr das auch nochmal gesehen habt. Ne? Wir erreichen also hier die 12 Watt Leistung nie. Liegt immer irgendwo so bei 10 Watt irgendwas. Kommt immer drauf an, welche Lichtfarbe auch hier. 11,3, ehemals 10,5. Das nochmal dazu. Ich sag noch ein bisschen was vielleicht zur Reinigung an der Stelle. Und wir machen noch das ein oder andere Licht wieder an, damit ihr da gleich kein verschwommenes Video habt. Das ist das Thema. Und ja, also, Reinigung, machen wir es noch einmal hier an der Stelle aus. Ja, so, nehmen wir es nochmal ab und hier an der Stelle, das nehmen wir auch nochmal ab. Ja. So, Timer stellt sich hier unten ein, wenn ihr dann eben halt, klar, ich denke mal auf On mehrfach drückt, ja. Das ist das Thema. So, also Reinigung ist im Endeffekt so, wenn ihr Öle und so weiter drin habt, dann solltet ihr das natürlich einmal ausspülen, vielleicht mit einem Spülmittellappen, aber einen sauberen bitte, einen neuen. Ja, nicht irgendeinen nehmen, der da schon tagelang an der Spüle rumliegt und der voll ist mit Sporen, Bakterien und sonst irgendwas. Bisschen Spülmittel dran, ganz, ganz wenig auswaschen, klar nachwaschen, gut ist. Für die Leute mit kalkhaltigem Wasser, ihr könnt auch hier am besten mal auf Zitronenbasis natürlich eine Zeit lang einen Entkalker reinschütten, mal so ein, zwei Stunden Einwirkzeit, ja, wieder ausspülen, wieder raus, dass da wirklich alles auch wieder raus ist, ne? Also es läuft nichts in das Gerät rein und es bleibt ja nur hier oben stehen. Es geht nur darum, dass ihr hier oben eben halt das frei haltet. Also pflegen müsst ihr ein bisschen, nicht bei jedem Mal und diese ganzen Geschichten, aber auch natürlich nicht wochenlang immer einfach wieder Wasser drauf und Öl drauf, sondern wirklich, also wenn es dann mal leer gelaufen ist, dann auch wirklich hier wieder, ja, das Ganze einmal, so, ich muss hier an der Stelle gucken, Leute, das Ganze dann einmal reinigen, wie ich es euch genannt habe, aber ganz, ganz wichtig, sauberer Lappen, damit hier drin nichts verkeimt. So, Freunde, wie immer ein etwas längeres Video an der Stelle. Ihr kennt das von mir, ich habe immer gerne lieber längere Videos, damit so wenig wie möglich Fragen für euch aufbleiben. Mir gefällt das Teil super, super klasse.
macht das, was so ein Teil machen soll, was sie auch die Geräte ab 25 Euro machen. Ne? Hier haben wir aktuell eben halt ein bisschen mehr Geld, was wir ausgeben müssen. Einfach, weil das Teil auch wirklich mal an der Stelle schön aussieht und aus Metall ist. Das war's. Alles Gute. Bleibt gesund und tschüss.